Guten Tag, ich bin Mr. Bier. Wollen Sie einen Bausparvertrag haben? Eine was will ich? Bausparvertrag! Ein Bausparvertrag? Ja, ganz genau. Okay. Und was ist das genau? Wie viel muss ich denn dafür bezahlen? Was für Kosten kommen denn da auf mich zu? Normalerweise keine, aber damit sparen sie halt Bauarbeiten. Sowas in der Art. Das heißt, wenn sie jetzt ihr Haus oder sowas umbauen, dann sparen sie Bau. Glaube ich. Okay, ja, das klingt ganz verlockend, wenn so lange keine Kosten auf mich zukommen. Okay, dann würde ich das unterschreiben, wenn das geht. Hallo? Sir? Hallo? Sie wollten mir gerade einen Bausparvertrag andrehen und wollte ihn unterschreiben, wenn es geht. Ja, Sie haben doch da diesen Vertrag da, diesen Bausparvertrag. Was für ein Vertrag? Ich verstehe Ihre Logik nicht. Boah, Junge, da kriege ich Herpes, wenn ich keine Logik verstehe. Was wollen Sie denn jetzt von mir? Also, ich komme mir echt verarscht vor. Aber Was denn? Was soll ich denn jetzt hier? Warum haben Sie mich hierher geschickt? Aha, ich verstehe. Sie wollen mir so einen Bausparvertrag andrehen. Das wollen Sie. Sie wollen mich scammen. aber ich, nein, also. Ja, reden Sie sich ruhig da raus. Sie werden mit meinem Anwalt reden müssen. Also, ich hetze meinen Anwalt gegen Sie. Ganz genau. Aber, hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Sie wollten mir doch. Halt die Fresse! Denken Sie, ich lasse mich hier von Ihnen flachsen oder was? Sie haben mich noch nicht mal auf YouTube abonniert. Schon schlimm genug. Das gibt eine fette Anzeige, das sag ich Ihnen. Sehe ich etwas wie so ein Immobilienmakler, der so einen Anzug hat mit Blatt Papieren in der Hand? Ich glaube nicht. Also, ich finde schon. Nee. Also das denke ich eher nicht. Sie riesiger, langgezogener Penis. Verlassen Sie sofort umgehend meinen Laden. Wir sind aber draußen. Sonst knallt's, wie bei Ihrer Frau vom letzten Weihnachten. Was zum. Was denn? Wollen Sie jetzt einen Bausparvertrag oder nicht? Außerdem habe ich Hunger.